Hi Ladies, wie immer bin ich euren Hilfeschreien gefolgt und habe genau für dich ein Chiffonkleid gefunden, was mit Weiß-Schwarz wunderbar zu kombinieren ist. Ihr seht es ja hier drüben, dieses wundervolle Kleid, und was dieses Kleid wirklich so wundervoll macht, ist, dass es deiner Figur extrem gut schmeichelt. Weil ihr wisst ja, ist ja nichts Neues, dass Schwarz schlank macht, und gerade weil der untere Teil schwarz ist, streckt er eure Figur und er wirkt nochmal schlanker und adretter. Und das Weiß vermittelt natürlich eine engelsähnliche Figur sozusagen und macht euch damit zu einem Hingucker zum Abend. Und dieses Kleid hat sogar noch ein kleines Highlight. Es ist wirklich nur ganz klein, aber ihr seht ja die Spaghetti-Träger. Und diese Spaghetti-Träger kann man abmachen. Und das finde ich in dem Moment eigentlich schön, wenn man abends unterwegs war und auf einer Party ist und war dann schon da 2-3 Stunden unterwegs und geht dann mal kurz aufs Bad, macht die Träger ab und kommt dann wieder auf die Veranstaltung. Und glaubt mir, nicht jeder wird es merken, aber diejenigen von den Männern und den Frauen, die das merken und euch dann darauf ansprechen und ihr dann natürlich dieser Hingucker wieder seid, die sind es wert, auf jeden Fall mit euch ins Gespräch zu kommen, und wer weiß, was sich daraus natürlich ergibt. Aber wie immer habe ich natürlich nicht nur das Kleid für euch, sondern auch das komplette Outfit, was ich zusammengestellt habe, weil ich habe wunderschöne Schuhe dazu gefunden, wunderschöne Pumps, die perfekt zu diesem Kleid passen, weil die Pumps, wie ihr ja seht, sind genauso aufgebaut wie das Kleid und passen harmonisch zueinander. Und wenn ihr genau hinschaut, bei den Pumps, die sind so geformt, dass wenn ihr diese Schuhe anhabt, eure Beine richtig gut zur Geltung kommen und es sogar euren Waden so geht, dass sie schlanker wirken. Ihr werdet sofort merken, wenn ihr diese Pumps anhabt, dass ihr nicht nur durch das Kleid schlanker wirkt und schöner, sondern diese Schuhe werden dazu nochmal beitragen, dass ihr A, natürlich ein bisschen größer seid, das ganze Bild noch ein bisschen gezogen wird und locker damit 2-3, bei manchen sogar vielleicht 7 Kilo euch quasi schlanker gezaubert wird und die Beine dadurch wirklich ja, ein Hingucker sind. Und wenn ich jetzt weitergehe, fehlt natürlich was ganz Gewisses dazu noch. Der Schmuck. Und da habe ich also noch ein bisschen länger recherchiert, weil ich habe was Besonderes gebraucht. Zu diesem besonderen Chiffonkleid muss es was Besonderes sein. Und da habe ich ein Schmuckset gefunden, was aus Perlen und schwarzen Achitsteinen besteht, oder wie das richtig ausgesprochen wird. Und ihr seht es ja selber, dieses Schmuckset, ich muss sagen, es ist jetzt kein Modeschmuck, sondern es ist wirklich ein richtiger, guter, hochwertiger Schmuck, der perfekt zu so einem Outfit passt. Und das Schöne ist, bei diesem Schmuck, bei diesem Perlenschmuck, man kann es auch zu anderen Outfits anziehen, weil Schwarz und Weiß ist einfach zeitlos. Also es ist sogar im Endeffekt eine wundervolle Investition, weil man es halt nicht nur zu so einem Outfit anziehen kann, sondern alles andere, was mit schwarz oder weißen Farben zu tun hat. Und wenn ihr euch diesen Schmuckset anschaut und oder wenn ihr zu Hause schon so einen ähnlichen Schmuck habt, dann könnt ihr diesen Schmuck mit so einem Kleid wundervoll kombinieren, und das rundet dieses Bild von den Schuhen bis zu diesem Kleid mal perfekt ab. Aber es gibt immer noch eins, was ein i-Pünktchen draufsetzt, denn zu jeder Frau und natürlich auch eigentlich zu Männern gehört eine wundervolle Tasche. Natürlich bei Männern gibt es komischerweise gar nicht so schöne Taschen. Deswegen konzentriere ich mich lieber auf die Frauen, weil da gibt es so schöne Sachen. Man muss meistens richtig gut suchen, aber diese Tasche, besser gesagt diese Klatsch, ist zwar nicht sehr groß, man kriegt nicht sehr viel rein, aber das Wichtigste passt rein. Und wenn ihr euch diese Tasche anschaut, diese Tasche ist wundervoll verziert mit Stickereien und Spitze, dass das quasi zu diesem Kleid wunderbar passt, weil man trägt ja so eine Klatsch meistens in der Hand, und entweder wenn man sie hängen lässt, also den Arm hängen lässt, wird es quasi wunderbar mit dem Schwarz in Kontrast stehen, und wenn man meistens dann halt so dasteht, unterhält sich oder tanzt damit, gibt es auch mit dem Weiß wieder einen Einklang. Also diese Klatsch, es ist perfekt.
perfekt geeignet für dieses Kleid und es passt genug rein, dass man alles dabei hat. Aber es gibt natürlich dazu auch noch eine kleine Kordel, die man sich dann auch natürlich umhängen kann. Das muss man nicht machen, aber wenn man dann doch mal eine Hand frei haben will und sich in Ruhe irgendwo hinstellen will und es nicht in der Hand halten will, kann man das natürlich in 2 Sekunden einfach anklipsen und fertig ist die Geschichte. Kann ich auch wirklich wärmstens empfehlen. Das ist eine hochwertige Handtasche mit diesen Spitzenverzierungen und es sieht einfach herrlich aus. Und wenn ihr diese 4er-Kombination ja, euch zulegt oder wenn ihr schon sowas ähnliches zu Hause habt und so kombiniert, seid ihr wirklich perfekt für den Abend gewappnet und könnt eigentlich auf Garantie davon ausgehen, dass ihr angesprochen werdet auf dieses wunderschöne Outfit und vielleicht die nächste Liebe oder den Mann oder auch vielleicht die Frau, keine Ahnung, findet und wirklich dann, ja, das der Highlight des Abends seid. Mehr kann man wirklich dazu nicht sagen. Ich finde es, was ich hier wieder herausgefunden habe für euch, I love it. Und ich hoffe, dass ihr dieses Outfit auch so mögt wie ich. Und wenn es so ist, dann teilt das auf jeden Fall mit euren Freundinnen, denn sowas sollte man nicht verheimlichen. Und ihr findet, wie gesagt, wieder unterhalb vom Video auch noch eine kleine Überraschung. Wenn ihr das hier schön teilt, dann bekommt ihr auch was dafür. Wie gesagt, findet ihr unterhalb vom Video. Und natürlich liken und teilen. Somit zeigt ihr, dass ich das, was ich hier für euch gemacht habe, genau das Richtige war. Und ihr bestätigt mich damit, weiterzumachen. Und natürlich mache ich das meistens ja nicht hier einfach so aus dem Stegreif heraus, sondern ich mache das ja wegen euren Fragen. Also sprich, wenn ihr gerade nach einem Kleid sucht und einfach nicht das Passende gefunden habt oder wisst nicht, wie ihr es kombinieren sollt, dann schreibt mir unten in den Kommentaren, was ihr sucht, wie oder was euer Problem ist und nicht wisst, ob das passt oder nicht passt. Und wenn ihr es detailliert genug mir beschreibt, dann ist vielleicht genau deine Frage morgen das nächste Video, wo ich das wunderschöne Kleid genau auf dich zugeschnitten vorstelle und dir mithelfen kann. In diesem Sinne, ja, ich freue mich auf jeden Fall, euch dieses Outfit vorzugestellt zu haben und freue mich natürlich auf die Likes und die Kommentare von euch. In diesem Sinne, viel Spaß damit.